Sprudel runter und jetzt machst du mein Sprudelwasser unsprudelig. Ich mach einfach in alle. Und ja, Freunde, was geht ab? Willkommen zu dir. Ach, die kann ich gar nicht. Egal. Neu. Video. Danke, dass ihr alle eingeschaltet habt. Freunde, wir haben uns mal ein bisschen anderes Setting überlegt. Natürlich habe ich als Special Guest meine Freundin. In die Kommentare schreiben. Hallo. Na, wie geht's? Das ist wie so ein Interview. Das ist echt voll komisch. Naja, Freunde, Vivian und ich haben einen Aufruf gestartet. Und zwar haben wir euch gefragt, ob ihr irgendwelche Beichten für uns ab... Ob ihr irgendwelche Beichten für uns ab... Also, was ist denn mit ab? Ob ihr irgendwelche Beichten für uns habt? Okay, ich sammle mich nochmal kurz. Schuhe aus. Auf ein neues. Und zwar habt ihr uns auf AskFM... Und zwar habt ihr uns auf AskFM anonyme Beichten, die ihr getan habt, geschickt. Und wir werden uns quasi jetzt im Beichtduell battlen. Ey, du guckst so, als würdest du hoffentlich verkackt, dass die Hölle jetzt aufzugucken. Na, ihr checkt das schon. Auf jeden Fall geht's darum, Vivian hat Beichten von euch da draußen anonym und ich habe Beichten bekommen. Und wir werden jetzt mal gucken, welche Zuschauer hier am krassesten sind. Welche Beichte schlimmer ist, hat gewonnen. Und wer am Ende als Gewinner aus diesem ganzen Ding rausgeht, darf sich eine Bestrafung aussuchen. Beziehungsweise diese Bestrafung ist schon festgesetzt. Die Vivian weiß davon noch nichts. Ich werde die Bestrafung jetzt einfach mal in den Raum hauen. Und zwar habe ich mir ausgedacht, dass der Verlierer für einen Tag alles tun muss, was der Gewinner sagt. Oh, das mache ich doch immer so schon. Ja, Mann! Einfach von oben an. Das ist ja blöd, da habe ich ja direkt verloren. Ich, weiblich 13, beichte, dass ich mal an Papier gezogen habe und das voll bereue, weil ich heute in der Schule so Anti-Rauch-Projekt hatte. Deutsch ist auf jeden Fall on fleek. Geht das überhaupt? Ja, natürlich, aber es ist extrem schädlich. Ich arbeite im OP und bin die einzige OP-Schwester meines Chefs. Die hat safe für dich geschlafen, safe. Mein Chef sieht für sein Alter noch echt gut aus. Also genieße ich die Zeit im OP immer sehr. Wenn ich ihm den OP-Kittel zumache, dann lasse ich mir immer extra lange Zeit und berühre ihn dann immer aus Versehen ganz liebevoll. Ach, so eine ist... Ich dachte, die hätten jetzt miteinander was, aber... Ja, aber das ist schon... Das ist schwierig. Meine hat ein fucking Papier gezogen, Mann! Sie sagt ja extra, sie macht es ja extra. Das ist ein ganz dünnes Eis. Ich finde meins jetzt schon besser. Dann gebe ich dir einfach mal den Punkt. Nein, schreib mir das mal in die Kommentare, was ihr schlimmer findet. Es geht doch nicht um schlimmer finden, es geht darum, was denn krasser ist. Ein Papier ziehen ist schon krass. Okay, die erste Runde geht jetzt, sag ich mal, an Vivian. Hey, ich, weiblich 19, beichte, dass ich früher in der Grundschule einfach anderen Kindern den Kleber geklaut habe und anschließend gegessen habe. Ich fand's damals echt lecker, lach Smiley. Hab zum Glück keine Schäden davon getragen. Grüße gehen raus aus. Ich grüße euch zurück. Ich habe gesagt, alles bleibt hier anonym. Du weißt auf jeden Fall Bescheid. Sie sagt, sie hat keine Schäden davon getragen. Ich meine, wenn du meine Videos guckst, dann musst du ja einen Schaden haben. Von daher würde ich mir nochmal überlegen, ob dieses Kleber schnüffeln oder essen nicht doch nicht so schädlich für dich war. Na egal, aber machen wir mal weiter hier mit Böbeln. Also, jetzt kommt meine Gegenantwort und ich glaube, ich gewinne auch diese Runde. Also, ich berichte, wie ich noch im Kindergarten war. Ah, Kindergarten gegen Kindergarten. Du warst Grundschule. Grundschule gegen Kindergarten. Hat mir der Nachbar seinen Penis in den Arsch gesteckt. Da ist ja schon vorbei, wenn ich... Und jetzt weiß ich nicht, ob ich eigentlich noch Jungfrau bin. Und das Gleiche hat er bei meinem Bruder auch gemacht. Meine Mama hat immer gesagt, wir dürfen das nicht. Punkt, Punkt, Punkt. Ich würde sagen, den Punkt geht an mich. Props an die Mama. Da ist die Erziehung auf jeden Fall gut gelaufen. Du bist noch Jungfrau. Ja, also hier original Dr. Sommer Team. Solange du es nicht gemacht hast, bist du eigentlich noch Jungfrau, oder? Hä? Sie? Ach, sie! Sie wissen, ob sie entjungfert ist. Ich hab gedacht, es wären zwei Männer. Auch, der Bruder hat den auch... Hab ich falsch verstanden? Ja, wir wissen eigentlich gar nicht, ob es ein sie ist oder er. Hier steht, ich berichte... Aha, ich bin auch nicht so dumm. Ich noch im Kindergarten war, haben mein Bruder, ein Nachbar und ich... Könnte auch sein, dass es drei Jungs waren. Wir kommen hier nicht weiter. Aber der Punkt geht definitiv. Ja, ist okay. 2 zu 0. Ja, ist okay.
glaube, im Kindergarten ist das schon ein großes Thema oder in der Grundschule, ich weiß auch nicht. Und ich will mal hier Dr. Sommer spielen, aber ich würde es fast schon sowas als normal abstempeln. In einem Alter von 4 bis 5 auf jeden Fall, das ist... Die bumsen sich alle, oder? Nee, aber das erlebe ich im Kindergarten auch. Ich habe hier ein paar auslassen müssen, wie zum Beispiel ich 22 beichte, dass du mich kennst, aber ich anonym bin, juhu. Nächste mache ich jetzt einfach. Ich, weiblich 21, beichte, dass ich dein Buch nicht gekauft habe. Okay, dieses Video wird gesperrt. Ja, ist, also krasser geht's ja wohl nicht, oder? Ja. Du hast verloren. Das ist die heftigste Beichte überhaupt. Wie als würde hier gerade jemand den Kennedy-Mord bestätigen. Ja, jetzt will ich mal sehen, was du hier hast. Komm. Also meine Beichte ist, ich habe Instagram, aber darf es eigentlich nicht haben. Und wenn das meine Mama rausbekommt, dann bekomme ich richtig Ärger. Ja, da ist ja klar. Die muss jeden Tag Angst haben, dass sie von ihrer Mama gekillt wird. Ja, die muss jeden Tag Angst haben, dass sie nicht von mir gekillt wird. Ehrlich? Was ist wohl schlimmer? Mama oder ich? Oh. Also, sind wir uns einig, oder? Punkt an mich. Boom, boom, boom. Ein Punkt mal für dich. Und zwar, ich, weiblich 18, beichte, dass ich nach 4 Jahren Beziehung irgendwie keine Lust mehr habe. Hätte gerne Freiraum. Nicht mal wegen anderen Jungs, sondern einfach feiern gehen, Spaß haben. Das geht alles nicht, weil mein Freund zu eifersüchtig ist. Ich liebe ihn über alles, aber es ist so schwer. Wir müssen schon Dr. Sommer jetzt spielen. Ich kann dir sagen, du bist mit 14 mit diesem Kerl zusammengekommen. Es wird nicht dein letzter Freund sein. Ich trenn dich und... Nein, oha, was ist hier los? Nein, das war doch überhaupt oha. Hör mal deine Mutter, ey. Ja, was bringst du da meinen Zuschauern bei? Ich lasse dir doch ein bisschen Erfahrungen sammeln. Ja, nein, das kannst du doch nicht jemandem sagen. Jemand, der wirklich verliebt ist, kannst du doch nicht sagen, ey. Oh mein Gott. Aber jemand, der dir keinen Freiraum lässt oder eifersüchtig ist, ich weiß nicht, um welche Themen es da geht, aber das scheint nicht die korrekte Beziehung zu sein. Ich finde, die Freiräume sollten gegeben sein in so einer Beziehung. Ich meine, ihr seid auch schon 18 Jahre alt. Da solltet ihr einfach nochmal sprechen. Ich weiß nicht, was für Freiheiten du haben willst. Ja, ich meine, ihr seid halt 4 Jahre zusammen. Da ist halt alles ein bisschen langweiliger. Das merke ich halt jetzt schon. Sprichst du gerade irgendwie aus der Seele oder so? Ich will euch auch ein bisschen was mitgeben. Wenn ihr mir sowas schreibt, dann liegt das ja euch auf dem Herzen. Und da erwartet ihr, weil ihr es keinem anderen erzählen könnt, so ein bisschen Feedback dazu. Deshalb habt ihr jetzt von mir bekommen. Und jetzt geht's weiter mit Vivins Konter. Ich, weiblich, 21, beichte, dass ich mit meinem Ex-Freund Sex im Bett seines besten Freundes hatte und der beste Freund in mich verliebt war. Ding ist, eigentlich sind wir Jungs immer relativ cool miteinander und sagen so, ja, mach doch oder sowas. Und im Endeffekt war es ja nur das Bett. Es war der Sex, um den es geht, scheißegal, um was. Ja, aber in seinem Bett. Vom besten Freund. Also das muss ja anscheinend auf einer Party passiert sein. Safe wusste der beste Freund von dem, mit dem du geschlafen hast. Muss das auf einer Party passiert sein? Was ist wie sollen denn die beiden in das Bett von dem besten Freund landen? Da muss doch der beste Freund safe davon wissen, dass die da drin schlafen. Wenn ich Robin in meinem Bett packe, dann weiß ich, dass die beiden Sex haben werden. Und ich weiß, Robin, du darfst nicht in Max im Bett schlafen. Nein, aber ich würde mich halt mal eher fragen, als du, weiblich 21, ob die beiden davon nicht wussten. Weil manchmal ist das so unter Jungs, da macht man so... Weil wieso habt ihr beide denn in dem Bett geschlafen? Und warum hat er nicht in seinem Bett geschlafen? Okay, wer hat gewonnen jetzt, die Auswahl? Das ist jetzt schwierig, finde ich. Ja, okay, ich mach das locker, Leute. Normalerweise lasse ich die so locker, aber komm. Okay, nächste. Also steht 2-1. Die ist zwar nicht so stark, aber finde ich eigentlich ganz geil, um ins Video zu nehmen. Ich, weiblich, beichte, dass ich dich gerne als Stiefbruder haben möchte. Ich hab was Witziges. Ich, männlich 17, beichte, dass ich aus dem Zimmer von meiner Freundin ging und dann ihre Mutter nackt aus dem Badezimmer gelaufen kam. PS, war übelst weird im Nachhinein. Das ist ja voll Kindergarten. Das ist voll witzig. Ja, stell dir mal den Abend vor, der läuft da raus mit seiner Freundin, der ist 17 und sieht die Mutter von der Freundin nackt. Hier steht auch nochmal diese ich, weiblich 16, beichte, dass ich mit dir ein Händchenbild haben möchte. Darfst du das? So Händchen halten. Ja. Ja? Ja. What the fuck? Gib mir doch jetzt den Punkt, Mann. Nein, aber bei der Frage nicht, Schatz. Mann, okay. Dann lass halt dir den Punkt gehen, dann spiele ich halt Diener für dich in Tagen. Stell dir mal vor, ja, du hättest meine Mama mit 17 nackt gesehen. Ja und, dann hätte ich sie halt nackt gesehen. Okay. Diese Beichte fickt wortwörtlich alles.
Hab mit meinem Nachbarn eine Affäre, der hat seit 5 Jahren eine Beziehung. Geht jetzt schon 1,5 Jahre so. Sie tut mir echt leid, aber ich bin nicht die Einzige, mit der er was hat. Ich finde sie eigentlich voll nett. Alter. Ja, was soll man dazu sagen? Ich sah schon 1,5 Jahre, läuft da ja schon was, von daher macht man einfach weiter. Was? Nein! Ja, was willst du denn machen, Mann? Ja, aber doch nicht einfach weitermachen. Wie assi ist das denn bitte? Ja, aber also, du bist auch nicht gerade besser. Was ich halt sagen muss, ihr vertraut euch ja schon sehr, weil es ist ja anscheinend noch immer nichts rausgekommen, wenn ihr das schon 1,5 Jahre macht. Ja, und der hat Nachbarn ja auch noch was mit anderen. Ja, und was schlägst du jetzt vor, was zu machen? Der ist doch am Arsch. Schon seit 1,5 Jahren ist der am Arsch. Ja. Okay, wenn ihr jetzt aufhört, ist okay. Guck mal, und jetzt hättest du eine Affäre mit jemand anderem. Erstmal, ey, wie assi mir gegenüber, ja? Dann hast du ja nicht nur mit der eine Affäre, sondern noch mit anderen. Wow. Dann habt ihr das schon 1,5 Jahre lang und du bedrückst mich die ganze Zeit. Wie geht's denn? Na und? Achso, es ging jetzt gerade um uns. Ah, scheiße. Ich hab nur die ganze Zeit betrügen. Ach, egal. Die Runde geht safe an mich. Ich, männlich 21, habe mir als Fahrer während einer Autofahrt auf der Autobahn einen runtergeholt. Ich habe gewonnen. Was ist das denn für hier ist schon die nächste, die lese ich mal kurz. Hallo, was ist denn los mit dir? Was soll ich denn jetzt sagen, Mann? Das bin doch nicht ich. Was willst du jetzt von mir? Ja, aber du sagst mal, ja, mach doch weiter, ich bin zu spät. Ja, Mann, was? Schreibt mal ernsthaft in die Kommentare, ob ihr dafür einen Tipp habt, Mann. Ja, okay, hört auf und dann, whoop, ist verschwunden jetzt oder was? Kann ja nicht schlimmer werden. Fuck. Gut, nächstes. Da ist schon wieder so einer am Start hier. Ich, weiblich 17, beichte, dass ich 9 Monate lang was mit einem Typ hatte, obwohl er eine Freundin hat. Ich weiß selbst, dass sowas doof von mir ist. Aber das Herz will, was das Herz will. Deine will, was das ist nicht doof, das ist einfach nur Scheiße. Also meine Frauen, könnt ihr euch nicht mal unter Kontrolle halten? Immer die Frauen. Immer die Frauen. Echt, die Frauen sind voll schlimm. Ja, Mann, aber die Männer auch, weil die machen es ja auch und die betrügen ihre Freundin. Also sind eigentlich die Männer die Schweine. Die gucken wie ja, dumm. Die Männer stecken ihren rein. Ja, okay, jetzt kommt er. Ich hab nichts Gutes im Kopf. Ja, gewonnen. Wie viel steht's? Hab ich gewonnen? Ja, Mann. Nein, ich hab gewonnen. Hab mal Fleisch bei Rewe an der Theke geholt. War aber dann voll teuer und hab's bei den Süßigkeiten versteckt. Meine, nach langer Diskussion haben wir jetzt gemerkt, dass das Video doch schon ziemlich lang geht und wir aufhören müssen. Laut der aktuellen Punktzahl sieht's halt leider so aus, als müsste ich halt... Ein Tag oder wie du ja gesagt hast, einen halben Tag. Nee. Machen. Wir brauchen jetzt gar nicht die Sache rumdrehen. Ich sage mal, wie es ist. Der Marc ist einen Tag lang mein Diener. Ding ist, mir hat es voll Spaß gemacht, eure Beichten zu lesen. Super krass, was hier alles noch drin ist, was wir hier noch nicht beantwortet haben, weil sonst würde das Video unendlich lange gehen. Aber schreibt mir mal bitte jetzt in die Kommentare. Mir ist es jetzt wert, dass ich verloren habe. Deshalb schreibt es mir jetzt mal in die Kommentare, ob ihr vielleicht mal so ein Format wollt, wo ich sowas vorlese und so ein bisschen euch Tipps gebe. Ich meine, manche Beichten sind ja nicht ohne Grund da. Die sind ja, also ihr erzählt mir die ja und könnt mit keinem darüber reden und vielleicht hilft es euch, wenn jemanden, den ihr so flüchtig übers Internet halt kennt, einmal wenigstens kurz Statement dazu abgibt. So. Ja, Freunde, also einmal bin ich jetzt für einen Tag der Diener von Wirbel. Wann das sein wird, müssen wir nochmal absprechen. Das Video wird auf jeden Fall... Ja, natürlich. Das Video wird auf jeden Fall auch einmal kommen. Wirbel darf sich was überlegen. Ich habe auf jeden Fall voll Bock drauf. Ich meine, irgendwann muss ich ja auch mal was verdienen. Ist ja klar, ich kann ja nicht immer alles gewinnen. Ja, genau. Ja, deshalb. Ich glaube, es erst dann, dass du wirklich einen Tag Diener für mich bist, wenn wir dieses Video gedreht haben und du echt einen Tag lang für mich Sachen machst. Alles klar. Gut. Machst du das wirklich? Einen Tag lang? Ja. Wirklich? Ja. Ich schwöre.